Neuigkeiten, Sir. Das Benorn verlangt, dass ihr von der Regentschaft zurücktretet. Es heißt, sie sammeln ihre Truppen, genau wie eure Verbündeten. Es wird wohl zum Bürgerkrieg kommen, trotz der dunklen Brut. Zu schade. Da wäre noch ein interessanter Bericht. Einige graue Wächter haben wohl Ostergar überlebt. Ich weiß nicht wie. Sie werden gegen euch vorgehen. Ich habe etwas vorbereitet. Eine Lösung. Mit eurer Erlaubnis. Die Krähen von Antiva entbieten euch Grüße. Ein Meuchelmörder? Gegen graue Wächter brauchen wir die allerbesten, Sir. Und die teuersten. Erledigt es einfach. Wir haben gehört, was man sich erzählt. Ihr seid ein Wächter. Ich weiß nicht, ob ihr König Kaelin auf dem Gewissen habt. Und der Bauer möge mir verzeihen, es kümmert mich auch nicht. Aber das Kopfgeld, das auf euch ausgesetzt ist, könnte eine Menge hungriger Mäuler stopfen. Angriff! Vorsicht! Feinde! Beenden Sie es! Ihr gehört nicht zu denjenigen, die mich gefangen genommen haben. Ich werde euch nicht mehr Unterhaltung bieten als den anderen Menschen. Lasst mich in Frieden. Ich bin in einem Käfig. Oder etwa nicht. Eingesperrt wurde ich von der Kirche. Die ehrwürdige Mutter sagte, er habe eine ganze Familie erschlagen. Selbst die Kinder. Es ist so, wie sie sagt. Ich bin Sten de Beresat, der Vorhut des Volkes der Kunari. Ihr verspottet mich. Oder ihr zeigt Manieren, die ich in euren Ländern nicht erwartet hätte. Aber das ist jetzt auch unwichtig. Ich werde schon bald sterben. Diese stolze und mächtige Kreatur soll der dunklen Brut zum Fraß vorgeworfen werden. Selbst wenn ihr keine Verwendung für ihn habt, schlage ich vor, dass ihr ihn aus Barmherzigkeit freilasst. Barmherzigkeit? Das hätte ich nicht von euch erwartet. Ich schlage außerdem vor, dass Alistair seinen Platz im Käfig einnimmt. Das wiederum hatte ich erwartet. Ich schlage vor, ihr überlasst mich meinem Schicksal. Zweifellos. Welche Art Hilfe sucht ihr? Die Verderbnis? Dann seid ihr ein grauer Wächter. Überraschend. Mein Volk kennt die Legenden über die Stärke und Fähigkeiten der grauen Wächter. Aber vermutlich sind nicht alle Legenden wahr. Vielleicht, wenn ihr ihr sagt, dass die grauen Wächter meine Hilfe benötigen. Dabei könnte ich ebenso schnell den Tod finden wie hier. Dann lebt wohl. Damit er hier verhungert oder von der dunklen Brut geholt wird? Niemand verdient dieses Schicksal, nicht einmal ein Mörder. Es gibt Berichte von umherstreifenden... Und als der Erbauer sprach, breitete sich der Gesang... Guten Tag, Schwester Leliana. Ich bin überrascht, dass ihr noch in Lothering seid. Ich freue mich auch, euch zu sehen, Hochwürden. Ich glaube nicht, dass ich eure Begleitung schon kenne. Seid gegrüßt. Möchtet ihr der Kirche etwas spenden? Nie zuvor war unsere Not größer. Mit einem Bruchteil dessen, was eure Aufmachung kostet, könnte man viele Leute ernähren und einkleiden. Aber ihr müsst tun, was euch euer Herz befiehlt.
Was kann ich also für euch tun? Es wäre möglicherweise gütiger gewesen, ihn hinzurichten, aber ich lege sein Schicksal in die Hände des Erbauers. Warum interessiert ihr euch für ihn? Der Erbauer fordert Gerechtigkeit, unabhängig von der Rasse. Dann könnten seine nächsten Opfer euch und mich zu ihren Mördern zählen. Das klingt ziemlich unwahrscheinlich. Habt ihr irgendwelche Dokumente, die eure Geschichte bestätigen? Auch wenn es so ist, kann ich einen Mörder nicht einfach freilassen, nur weil ihr von adeligem Stand seid. Seid vernünftig. Ein grauer Wächter? Oh nein. Ich muss euch bitten zu gehen, bevor ihr uns in Schwierigkeiten bringt. Damit er euch im Kampf gegen die Verderbnis hilft? Das könnte eine Art der Buße sein. Aber seid ihr sicher, dass ihr ihn kontrollieren könnt? Nein, ich kann nicht. Mit euch zu kooperieren könnte uns in große Schwierigkeiten bringen. Wir bedrohen jetzt Priesterinnen? Was ein Spaß. Moment, die Sache muss doch nicht aus dem Ruder laufen. Was soll das bedeuten? Ihr droht mir tatsächlich Gewalt an? Hochwürden, bitte. Wir sind auf einer wichtigen Mission. Ich flehe euch an, übergebt uns den Kunari. Verstehe. Und wenn nicht, bringt ihr mich dann um? Ist es so weit gekommen? Nein, Hochwürden. Das würde ich niemals zulassen. Mich beschäftigen wichtigere Angelegenheiten. Hier, nehmt den Schlüssel zum Käfig der Kreatur. Nehmt und kehrt nicht zurück. Ich hätte nicht erwartet, dass die Priesterin sich davon trennen würde. Ich hätte erwartet, dass sie ein Dokument oder einen Vertreter ihrer Kirche schickt. Aber vielleicht verhalten sich nicht alle Menschen so. So soll es sein. Lasst mich frei, und ich werde euch in den Kampf gegen die dunkle Brut folgen. Ihr könnt es gerne versuchen. Es ist also geschehen. Ich werde euch in die Schlacht folgen. Auf diese Weise werde ich Buße tun. Können wir gehen? Ich möchte diesen Ort verlassen. Mein Volk kennt die Legenden über die Stärke und Fähigkeiten der Grauen Wächter. Aber vermutlich sind nicht alle Legenden wahr. Merkwürdig. Ich hatte es fast vergessen. Ich bin vollständig. Wie habt ihr es gefunden? Es ist meine Seele. Es wurde nur für meine Hand gefertigt und mir an dem Tag übergeben, an dem ich meinen Platz unter den Beresat eingenommen habe. Ich dachte, ich hätte es verloren. Und jetzt liegt es wieder in meiner Hand. Ich kenne keine Worte in eurer Sprache, um meine Empfindungen auszudrücken. Wir sollten vielleicht vorsichtig vorgehen. Ah! Ich bin so weit! Ja? Du bist lustig, wirklich. Hier! Ja!
Der Weg der Rechtschaffenheit ist steinig, doch der Erbauer lächelt auf alle herab, die ihn beschreiten. Wir brauchen Hilfe. Sie haben den Wagen überfallen. Bitte helft uns. Kommt mit. Ich bring euch hin. Was? Ich... Ich hatte gedacht, ich würde als Leiche erwachen. Oder gar nicht erwachen, was wahrscheinlicher wäre. Aber ihr habt mich noch gar nicht getötet. Daran besteht kein Zweifel. Ihr seid sehr geschickt. Da ich noch nicht tot bin, habt ihr sicher einen Grund, warum ihr mich am Leben lasst, nicht wahr? Ich soll also verhört werden. Ich könnte euch einiges an Zeit ersparen. Mein Name ist Zephron. Zeph für meine Freunde. Ich gehöre zu den Krähen aus Antiva und mein Auftrag lautet, hier alle überlebenden grauen Wächter umzubringen. Woran ich kläglich gescheitert bin. Das kann ich euch sagen. Eine Organisation von Meuchelmördern aus Antiva. Ziemlich mächtig und bekannt dafür, niemals zu versagen. Es muss jemanden einiges gekostet haben, diesen Mann zu beauftragen. Sehr richtig. Ich bin überrascht, dass ihr hier noch nichts von den Krähen gehört habt. Wo ich herkomme, sind wir regelrecht berüchtigt. Na toll. Das zeichnet euch aus Ferelden also aus. Ihr verhöhnt eure Gefangenen. Wie grausam. Nicht wirklich. Ich war in der Gegend, als mir das Angebot gemacht wurde. Die Krähen kommen herum, müsst ihr wissen. Ein ziemlich schweigsamer Kerl in der Hauptstadt. Ich glaube, er hieß Loghain. Ja genau, so war's. Ich kenne eure Zwistigkeiten nicht. Das Übliche, vermute ich. Ihr bedroht seine Machtposition, richtig? Davon abgesehen gibt es keine Loyalität. Ich wurde für eine Dienstleistung bezahlt. Das müssen Loghain und die Krähen miteinander ausmachen. Und dann die Krähen und ich. Im Erfolgsfall wäre ich nach Hause zurückgekehrt und die Krähen hätten euren Loghain informiert, wenn er es nicht bereits gewusst hätte. Wenn ich versagt hätte, wäre ich tot. Oder sollte es zumindest sein, soweit es die Krähen betrifft. Also kein Grund für ein Treffen mit Loghain. Was soll ich sagen? Ich bin eben ein eingefleischter Optimist. Obgleich die Erfolgschancen derzeit recht gering anmuten, nicht wahr? Nein, das findet ihr vermutlich nicht lustig, oder? Mir gar nichts. Aber die Krähen haben ein gutes Geschäft gemacht, soweit ich weiß. Ich bin also arm wie eine Kirchenmaus. Für Ehrgeizige ist die Laufbahn als Krähe aus Antiva nicht sehr verlockend, muss ich zugeben. Abgesehen von einem völligen Mangel an Ehrgeiz liegt es wohl daran, dass ich keine Wahl hatte. Die Krähen haben mich als Kind gekauft. Ein Schnäppchen, wie sie mir versichert haben. Aber lasst euch von meiner traurigen Geschichte nicht ablenken. Die Krähen sind ganz in Ordnung und sorgen für Wein, Frauen und Männer, woran einem eben gelegen ist.
Aber die Kündigungsbedingungen spotten jeder Beschreibung. Falls ihr mit dem Gedanken spielt, beizutreten, solltet ihr euch das zweimal überlegen. Ihr seid doch ein kluges Mädchen und habt sicher ganz andere Möglichkeiten. Warum nicht? Fürs Schweigen hat mich keiner bezahlt. Ich habe es allerdings auch nicht direkt zum Verkauf angeboten. Loyalität ist ein interessantes Konzept. Wir können nach dem Verhör gerne im Detail darüber sprechen. Es ist ganz einfach. Ich habe euch nicht getötet. Damit ist mein Leben verwirkt. Ende. Wenn ihr mich nicht beseitigt, machen es die Krähen. Aber ich lebe gerne. Und ihr hättet den Krähen etwas entgegenzusetzen. Also lasst mich ab jetzt euch dienen. Ich bin von Natur aus sehr loyal. Das lässt nur dann nach, wenn jemand erwartet, dass ich wegen eines einfachen Misserfolgs gleich sterbe. Das ist doch kein Fehler, oder? Außer ihr wärt der Typ, der solche Dinge ähnlich handhabt. In diesem Fall hätte ich mir wohl gerade einen Bärendienst erwiesen. Um ehrlich zu sein, meine Zugehörigkeit zu den Krähen war nicht gerade selbst gewählt. Sie haben mich als Kind auf dem Sklavenmarkt gekauft. Ich habe ihnen meinen Kaufpreis bestimmt 10-fach vergolten. Aber der einzige Ausweg ist jemand, mit dem sie nicht fertig werden. Selbst wenn ich euch noch töten würde, würden sie mich schon deshalb umbringen, weil ich beim ersten Versuch gescheitert bin. Da wage ich doch lieber mein Glück mit euch. Möglich wäre es, aber ich kenne ihre Methoden und kann mich schützen. Und euch auch. Nicht, dass ihr das nötig hättet. Und falls nicht, viele Möglichkeiten habe ich ja ohnehin nicht, oder? Ich halte euch für überaus schwer zu töten und überaus hinreißend. Natürlich seid ihr mit simpler Schmeichelei nicht zu beeindrucken, aber es gibt Schlimmeres, als den Launen einer tödlichen Sexgöttin zu willen zu sein. Nun, mal sehen. Am Leben bleiben wäre nett. Dann könnte ich euch auch ein wenig nützlicher sein. Und falls ihr irgendwann beschließt, keine Verwendung mehr für mich zu haben, würde ich gerne einfach gehen dürfen. Bis dahin bin ich euer. Wie klingt das? Warum? Weil ich viele Fähigkeiten habe, vom Kämpfen übers Schleichen bis zum Schlossknacken. Außerdem könnte ich euch warnen, falls die Krähen von Antiva einen größeren Angriff versuchen sollten. Nach meinem Scheitern. Ich kann auch einfach nur herumstehen und gut aussehen, wenn euch das lieber ist. Oder unerwünschte Verehrer loswerden. Nein? Seht ihr? Ich wusste doch, wir würden etwas finden. Und da ist sicher noch mehr. Ich könnte die ganze Nacht weitermachen. Also, was soll's sein? Ich poliere sogar Rüstungen. Ein besseres Angebot werdet ihr so schnell nicht finden. Guter Plan. Aber an eurer Stelle würde ich Essen und Trinken ab jetzt etwas genauer unter die Lupe nehmen. Ein ausgezeichneter Rat, den jeder beherzigen sollte. Willkommen, Zephren. Eine Krähe aus Antiva dabei zu haben, hört sich nach einem guten Plan an. Oh? Gehört ihr zu meinen künftigen Gefährten? Ich wusste gar nicht, welch Liebreiz in Abenteurerkreisen anzutreffen ist. Vielleicht auch nicht. Ich schwöre euch hiermit unbedingte Loyalität, bis es euch gefällt, mich davon zu entbinden. Ich bin euer Mann, ohne Einschränkungen. Das schwöre ich. Ich verstehe nicht. Ihr seht aus wie eine Frau. Ihr seid ein grauer Wächter. Daraus folgt, dass ihr keine Frau sein könnt. Frauen werden Priesterinnen, Handwerkerinnen, Verkäuferinnen oder Bäuerinnen. Aber sie kämpfen nicht. Was hat das jetzt hiermit zu tun? Niemand kann sich aussuchen, wer er ist. Jemand wird geboren als Kunari, Mensch, Elf oder Zwerg. Das sucht er sich nicht aus. Die Größe seiner Hand, ob er klug ist oder dumm, sein Heimatland, seine Haarfarbe. All das liegt außerhalb seiner Kontrolle. Wir wählen nicht. Wir sind einfach. Wirklich? Wir werden sehen. Mal sehen, wie erkläre ich das? Ich bin ein Bastard. Und spart euch die Sprüche. Ich meine damit, ich habe keinen Vater. Meine Mutter war Dienerin auf Schloss Radcliffe und starb, als ich noch sehr klein war.
Al-Iman war nicht mein Vater, aber er hat mich aufgenommen und mir ein Dach über dem Kopf gegeben. Er war gut zu mir, obwohl er es nicht musste. Ich respektiere ihn und verüble es ihm nicht, dass er mich in die Kirche schickte, sobald ich alt genug war. Al-Iman heiratete später eine junge Frau aus Orlais, was sein Verhältnis zum König trübte, so kurz nach dem Krieg. Aber er liebte sie. Jedenfalls verabscheute die neue Arlessa die Gerüchte, dass ich sein Bastard wäre. Sie waren falsch, aber sie kursierten. Dem Al war das egal, aber ihr nicht. Also wurde ich mit 10 Jahren in das nächstgelegene Kloster gebracht. Auch gut. Die Arlessa sorgte dafür, dass das Schloss nicht mehr mein Zuhause war. Sie verachtete mich. Da könnt ihr recht haben. Aber ich wurde ja nicht als Sohn des Aals aufgezogen. Ich schlief auf Heu im Stall, nicht auf seidenen Laken. Ich hatte ein Amulett mit dem heiligen Symbol von Andraste. Die einzige Erinnerung an meine Mutter. Als ich fortgeschickt wurde, war ich so wütend, dass ich es gegen die Wand schleuderte. Es zerbrach. Das war sehr dumm. Der Aal besuchte mich einige Male im Kloster, aber ich war stur. Es gefiel mir dort nicht und ich gab ihm die Schuld an allem. Irgendwann kam er dann einfach nicht mehr. Ah, schön euch zu sehen, meine Retterin in der Not. Bodan Feddig steht euch erneut zu Diensten. Also bevor ihr etwas sagt, ich erinnere mich, dass eure Angelegenheiten privat sind. Aber ich habe euer Lager gesehen und musste einfach anhalten. Ich glaube nicht, dass es einen sichereren Ort zum Schlafen gibt. Ich bin natürlich bereit, euch für die Unannehmlichkeiten unserer Anwesenheit einen Rabatt einzuräumen. Wie klingt das? Gut? Ja? Großartig! Bedank dich bei der netten Herrin, Junge. Danke, nette Herrin. Seid versichert, dass wir euch und eure Gefährten nicht belästigen werden. Sprecht einfach mit meinem Jungen, wenn ihr Verzauberungen braucht. Und wendet euch ansonsten an mich. Hallo. Der Junge ist ein wenig einfältig, aber er kennt sich wirklich gut mit Verzauberungen aus. Einer der Besänftigten hat ihn einmal einen... Wie war das noch? Einen Naturgelehrten genannt. Ich wusste nicht einmal, dass es so etwas gibt. Er kann Lyrium in nahezu jede Waffe oder Rüstung übertragen. Aber natürlich nehmen ausgefallenere Materialien mehr Lyrium auf als andere. Einige der Meisterschmiede in Orsama wenden diesen Prozess an. Aber mein Junge hier ist ebenso fähig wie Sie. Das stimmt doch, mein Junge. Verzauberung! Seht ihr? Oh, selbstverständlich, gerne. Folgt mir einfach. Greetings, Warden. I am known as the Traveler. I have come to assist you. What do you wish? What can I offer you? These will serve you well. Ja? Nun, ich bin hier. Was soll das heißen, jemand wie ich? Glaubt ihr etwa, in Klöstern gäbe es keine schönen, bezaubernden Frauen? Da könntet ihr Unrecht haben. Im Kloster von Lothering lebten viele reizende junge Anwärterinnen, allesamt züchtig und tugendhaft. Das machte sie noch anziehender, denn sie waren verboten. Und verbotene Früchte sind doch die süßesten, nicht wahr? Meine Frucht? Ich kann nicht glauben, dass ich dieses Gespräch führe. Aber nein, ich habe kein Gelübde abgelegt. Die Kirche gibt allen Fürsorge und Zuflucht, die danach suchen. Ich habe beschlossen zu bleiben und meine Beteuerung abzulegen. Die Kirche fragt nicht danach, aber ihr schon. Ich wollte mich eine Weile vor der Welt zurückziehen. Ich war eine reisende Bänkelsängerin in Orlais. Geschichten und Lieder waren mein Leben. Ich bin aufgetreten und erhielt dafür Beifall und etwas Geld. Und meine Fähigkeiten im Kampf? Nun,
Auf Reisen schnappt man eben das eine oder andere auf. Ist doch so. Ja, natürlich. Lasst uns weitergehen. Was wollt ihr von mir? Wenn es sein muss... Warum stellt ihr mir solche Fragen? Ich will doch von euch keine sinnlosen Informationen, oder? Zu viel Neugier hat bereits einigen sehr geschadet. Aber wie ihr wollt. Was wollt ihr wissen? Ob ich in der Wildnis aufgewachsen bin? Seltsame Frage. Wo hätte es denn sonst sein sollen? Viele Jahre gab es nur Flemeth und mich. Die Wildnis und ihre Kreaturen waren für mich realer als Flemeth-Geschichten von der Welt der Menschen. Irgendwann wurde ich neugierig. Ich verließ die Wildnis, um zu erkunden, was dahinter lag. Aber immer nur kurz. Kleine Vorstöße in die zivilisierte Wildnis. Eure Welt ist rücksichtslos und kalt. Die Wildnis ist meine Heimat. Ich gehöre von Natur aus dazu. Doch trotz aller Vorbereitung war die Realität der Zivilisation dann doch zu viel für mich. So viel war mir nicht vertraut. Ich war selbstbewusst und mutig, aber auf vieles hatte mich Flemeth unmöglich vorbereiten können. Mut und Dummheit halten sich da wohl die Waage. Nur einmal wurde ich beschuldigt, eine Hexe der Wildnis zu sein, von einem Chasen, der mit einer Handelskarawane unterwegs war. Er zeigte auf mich, schnaufte und schrie dann in einer seltsamen Sprache. Die meisten glaubten, er würde mich irgendwie verfluchen. Ich spielte das verschreckte Mädchen und er wurde eingesperrt. Wen interessiert das? Er wurde hingerichtet, glaube ich. Jedenfalls konnte ich mich relativ problemlos unter den Menschen bewegen. Wie immer sie sich eine Hexe vorstellen mögen, ich sehe wohl anders aus. Natürlich gab es auch Ärger. Manches an der menschlichen Gesellschaft hat mich immer verwirrt, wie etwa die Berührungen. Warum muss man einander bei einer simplen Begrüßung anfassen? Ja, damit fängt es schon an. Warum muss jemand meine Hand berühren? Für mich ist das eine unangenehme Annäherung. Aber es gab Feinheiten, von denen mir Flemeth nie erzählt hatte. Wann man einander in die Augen sieht, wie man sich bei Tisch benimmt, wie man handelt, ohne beleidigend zu werden, das wusste ich alles nicht. Ich verstehe immer noch nicht alles, aber diese Hoffnung habe ich auch schon vor langer Zeit aufgegeben. Nach meiner letzten Rückkehr in die Wildnis habe ich Flemeth geschworen, nie wieder wegzugehen. Wie nett, dass ihr dem Schicksal einen Sinn für Humor zubilligt. Sollen wir mal eure Lage näher untersuchen? Besser nicht. Ein Witz auf meine Kosten ist mir derzeit lieber als einer auf eure. Lasst uns weitergehen, bevor sich die Erde auftut und uns verschlingt, ja? Dieser Geruch. Das ist Leder aus Antiva, richtig? Das rieche ich doch sofort. Ich weiß nicht, woher ihr wusstet, dass ich meine Heimat vermisse, aber das hier hilft mir ein wenig. Vielen Dank. Aber ich bin noch nicht mit dem Bewundern fertig. Riecht ihr das? Verrottendes Fleisch. Genau wie daheim in Antiva. Wenn ihr mir jetzt noch ein oder zwei Dirnen bringt, einen Teller Fischsuppe und einen korrupten Politiker, würde ich mich wie zu Hause fühlen. Sie passen sogar. Wunderbar.